Ja, hallo und herzlich willkommen. Sebastian Reiners hier. In diesem Video möchte ich über Facebook-Gruppenposts lesen, welche eine sehr gefragte Strategie vom Facebook-Marketing ist. Viele Menschen benutzen das aber auf die ganz falsche Weise. Ja? Ich meine, okay, wir sind alle Networker. Wir alle wollen unser Geschäft irgendwie promoten. Ja? Wir wollen Geld verdienen. Ja? Was machen wir natürlich? Wir gehen in MLM-Gruppen, Online-Geldverdienen-Gruppen, Affiliate-Marketing-Gruppen, MLM-Deutschland. Ihr kennt die Gruppen alle, ihr seid da alle drin. Bin ich 100% von überzeugt, ja? Aber ich habe selber schon die Fakten gehört, dass Menschen dort inaktiv sind und jeder will da einfach nur sein Business reinposten. Glaubt ihr wirklich, jemand wacht morgens auf und denkt sich, boah, heute serve ich erstmal 10 Stunden in einer MLM-Gruppe und warte auf das perfekte Geschäft für mich? Natürlich nicht, ja, natürlich nicht. Und meistens ist es ja so, dass wenn man gerade auf Facebook am Rumsurfen ist und plötzlich hört man dann, beziehungsweise sieht man dann so links unten, ja, der und der hat in diese und diese Gruppe gepostet und dann will man da auf X drücken, das schließen und dann klickt man aus Versehen auf den Post und landet in der scheiß Gruppe drin, ja. Das regt einen schon auf. Ich zeige dir heute, wo man Posts machen sollte, wie wir das früher selbst gemacht haben, ja. Denn Gruppenposts funktionieren, ja, wenn man es auf die richtige Weise macht. Es gibt auch noch ganz andere Methoden, die schon eher so in der Grauzone sind, da kenne ich mich auch ein bisschen aus. Aber bitte, bleib auf dem ethischen Weg. Und Gruppenposts, ganz wichtig, wenn du noch unerfahren bist, ich empfehle dir trotzdem, bau dir ein Online-Marketing-System auf. Mit einem Blog, mit einem YouTube-Kanal, mit einer eigenen Facebook-Fanpage und einem aufreizenden Facebook-Profil. Facebook-Marketing ist nämlich eine der mächtigsten Strategien. Und warum solltest du generell Facebook-Posts benutzen? Ganz einfach, es ist schnell duplizierbar auf die Partner, klar. Und du baust schnell Partner auf. Also du sponserst schnell und du baust schnell Partner auf. Jedoch auf Dauer nicht so super. Was ich dir erstmal empfehlen kann, ganz am Anfang, ist ein sogenannter, ja, ich schreib's hier, Autoposter. Warum Autoposter? Weil es irgendwann nervig wird, alle 5 Minuten in jede Gruppe reinzuposten. Die kosten ungefähr immer so 100 Dollar. Ja. Du wirst unterhalb dieses Videos jetzt keine Affiliate-Links sehen von mir, also ich werde dir das nicht verkaufen, weil ich da generell gegen bin. Also generell unterstütze ich das hier nicht. Ja. Aber ich will dir trotzdem helfen, ganz schnell auf deine ersten Anfänge und deine ersten Erfolge zu kommen. Wie gesagt, ist ein Autoposter 100 Dollar einmalig und da kannst du dann eben einstellen, welche Gruppen, über welches Profil und in welchem Zeitraum, in welchen Intervallen. Ja. Stell das nicht zu oft ein. Ja, ich hatte einen Geschäftspartner, der hat alle 5 Minuten gepostet in 10 Gruppen und wurde dann gesperrt für 2 Monate. Ja, soll es auch geben. Und deswegen lass die Intervalle ein bisschen höher. Jetzt erzähle ich dir einfach mal, in welchen Gruppen du Posts machen solltest. Und zwar gehen wir jetzt mal ganz weg von der MLM-Branche. Angenommen, du machst My Advertising Pace. Kennst du vielleicht? Wenn nicht, auch gut. Ja, ist eigentlich völlig egal. Wenn du in der MLM-Gruppe bist, du siehst alle 5 Minuten einen Post über My Advertising Pace. Die Leute haben mittlerweile die Schnauze voll davon. Ja, es ist einfach so. Weil es alle 5 Minuten von irgendwem gepostet wird. Man kriegt Werbenachrichten und sowas. Man geht jetzt einfach in Gruppen, in denen das nicht bekannt ist. Ja. Folgende zwei Kategorien bzw. Zielgruppen kann ich dir empfehlen. Erstmal schwarzes Brett. Kennst du bestimmt. Schwarzes Brett ist im Endeffekt, das sind einfach Gruppen von Städten. Schwarzes Brett Dortmund, schwarzes Brett Thüringen, schwarzes Brett irgendwas, ja. Und dort sind ganz normale Menschen drin. Die verkaufen ihre Sachen und sowas, also ihre Fahrräder. Das sind einfach ganz normale Nicht-Networker, ja, Alltagsmenschen, die auch ein bisschen mehr Geld gebrauchen können. Du wirst in diesen Gruppen zwar eine Menge Hate erfahren über Kommentare etc., aber es ist immer nur oberflächlich. Ja. Niemand kann dir erzählen, dass dein Geschäft ein Schneeballsystem ist, weil die Leute haben doch eh keine Ahnung davon. Ja. Aber viele Menschen tragen sich dann ein. Was ich dir empfehle, ist aber ganz einfach, du machst eine Landingpage. Ja, also du verweist auf eine Landingpage, machst ein Video und einen Button und dann soll er sich dann die weiteren Informationen holen, weil dann hast du seine Kontaktdaten. Ja? Am besten E-Mail, Name, Telefonnummer. Dann kannst du ihn auch noch anrufen. Ja? Ist optimal, ist optimal.
Zweite Gruppe, beziehungsweise zweite Zielgruppe, haben wir für ein Geschäft verwendet, wo man mit mehr Geld einsteigen konnte, haben wir uns einfach Leute gesucht, die grundsätzlich einfach reich sind, ja, also wohlhabend. Empfehle ich dir Golfgruppen, dann Segelgruppen, weil das irgendwie voll viele Menschen machen, die irgendwie mehr Geld haben, die segeln gerne, oder Leute, die sich für Yachten interessieren und sowas. Und was auch extrem gut geklappt hat, muss jetzt nicht damit zu tun haben, dass sie mehr Geld haben, sind Tennisgruppen. Warum brauchst du mich nicht fragen? Ja, ich spreche nur aus Erfahrung. Und in die Gruppen haben wir gepostet, ungefähr in 60 schwarze Brettgruppen, in 2 Golfgruppen, 2 Segelgruppen, 2 Tennisgruppen. Hier ist es ein bisschen schwieriger, in den unteren 3 Gruppen, weil du dort ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen musst. Wenn du irgendein Typ bist, der nichts aussagt, und dann postest du in eine Segelgruppe rein, weil das ist mir auch passiert, ganz klar. Und die Leute, die denken von dir so, okay, der kann doch nicht mal segeln. Ja? Dann wirst du da auch keine Resonanz erfahren. Also du musst dich schon ein bisschen auf die Gruppen anpassen und vielleicht einen attraktiven Post setzen. Weil grundsätzlich in solchen Gruppen ja keine Geschäftsmöglichkeiten erwünscht, aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Ja, und wenn du aus der Gruppe rausgekickt wirst, dann gehst du in eine andere von den zig Millionen und dann hast du es im Endeffekt. Ja, von der Landingpage verweist du dann auf eine Geschäftspräsentation, die du am besten selber erstellt hast, und auf keinen Fall, poste auf keinen Fall irgendwelche Landingpages oder Geschäftspräsentationen, die dir dein Unternehmen zur Verfügung stellt. Es herrscht über Gruppenposts sowieso keine Beziehung zu deinen Interessenten oder zu dir selbst. Ja? Da machst du es nicht noch schlimmer, indem du ihnen einen fremden Link sendest. Ja? Positioniere dich selber und mach eigene Trainings, mach eigene Verkaufsvideos, mach eigene Präsentationen. So einfach ist das. Ja? Gut, das war's von diesem Video. Ich glaube, du hast jetzt ungefähr verstanden, wie du posten solltest. Du tust mir damit auch einen Riesengefallen, weil ich da nicht mehr jeden Tag sehe, wie du in die MLM-Gruppen postest und ich nicht mehr jeden Tag unten links eine Benachrichtigung von dir bekomme alle 5 Minuten. Du tust mir damit also wirklich einen sehr großen Gefallen. Danke an dieser Stelle schon mal. Klick jetzt den ersten Link unterhalb des Videos und tritt unserer kostenlosen Ausbildungsgruppe bei, dem Elite Business Club. Der Elite Business Club bringt dir eigentlich alles bei, was wir so gebraucht haben, um erfolgreich im Network Marketing zu werden. Wir geben dir also alles Tipps zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Verkaufspsychologie, Verkaufseinstellung und natürlich Online-Marketing, ganz wichtig, wie du online neue Geschäftspartner und Kunden generieren kannst. Mach dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns auf der anderen Seite. Ciao.